Hey, servus Mike, bei euch der Nachschub, der Bier ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe alles da, hell, dunkel und Weizen. Jawohl Mike, das passt. Was hast denn da eigentlich für einen guten Stoff? Da schau mal, wir haben uns einen Rauchbier brand. Jetzt wissen wir nochmal probieren. Setzen wir uns nach, dann erzähl dir was dazu. Schmeckt der auch so gut, wie er ausschaut? Wir mal. Das passt. Bedienung, kannst du mal zwei Rauchbierbrände herbringen, dass wir die probieren können? Sie haben bestellt feinsten Rauchbierbrand. Dann musst du ja mal schmecken. So gut. Danke. Jawohl, danke. Mike, erzähl dir aber doch nochmal eine Frage. Du bist der Braumeister. Wie bist jetzt du auf die Idee gekommen, einen Bierbrand herzustellen? Bierbrand machen wir schon länger. Wir haben schon seit 10 Jahren verschiedene Bierbrände. Und den Rauchbierbrand haben wir dann irgendwann gemacht, weil ich gern Rauchbiere trinke. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Rauchbierbrand. Okay, jetzt habe ich auch noch gesehen, dass es einen 5-jährigen Bierbrand gibt. Was ist da der Unterschied jetzt zum Rauchbierbrand? Also grundsätzlich einmal der 5-jährige Bierbrand, den haben wir ohne Rauchmalz gemacht. Und der Rauchbierbrand, früher hat man das Getreide nicht mit warmer Luft trocknen können wie heute, sondern hat es immer über ein Feuer getrocknet, also über Buchenholz in der Regel. Und dann war das Getreide rauchig. Und so ist es genau. Also ich habe bewusst Rauchmalz gekauft, der schmeckt dann wie Rauchbier, dann haben wir das Rauchbier praktisch gebrannt und deswegen ist er das Rauchbierbrand. So, und jetzt Mike, die wichtigste Frage, wie viel Prozent Alkohol ist denn da drin? Der hat 40%, das ist das, was du in Deutschland einen Brand machen willst, muss der mindestens 40% Alkohol haben, dass du Brandzungen wirst. Und warum ist genau das die 40% die ideale Stärke? Also wir stellen ja eigentlich jeden Bierbrand so ein, wie es uns am besten schmeckt. Die Fass, also im Fass hat er immer so 63% und den haben wir runter verdünnt auf 40%, weil er uns einfach so vom Aroma am besten geschmeckt hat, weil man so das Rauchige am besten rausgeschmeckt hat. Und Mike, wie lang muss der dann im Fass lauern und wie viel Liter produzierst du dann im Jahr davon? Also im Gegensatz zum Whisky, Whisky muss ja mindestens 3 Jahre im Fass sein, dass man Whisky sagen darf, kannst du einen Bierbrand theoretisch schon nach einem halben Jahr raus da und als Bierbrand verkaufen, also im Holzfass gelagert. Wir haben jetzt den längsten Bierbrand aktuell 4,5 Jahre drin und versuchen den immer, wir probieren den immer und wenn uns am besten schmeckt, dann raus und verkaufen dann. Jawohl. Also wir machen davor im Jahr, verkaufen wir vielleicht 350, 400 Liter, also 700, 800 Flaschen. Und welche Aromen schmeckt man da jetzt am meisten raus? Also durch das geräucherte Malz schmeckst du natürlich leichte Raucharomen raus. Also der schmeckt immer minimal nach Vanille, weil es eigentlich immer in Eichenholzfässer ist. Und der passt eigentlich am besten, wenn du mich fragst, zu einer geräucherten Forelle oder zu einer richtigen Brotzeit mit einem geräucherten Schinken. Jawohl. Wenn ihr euch selbst von der Qualität überzeugen wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen und könnt euch ja Flaschen abholen oder könnt euch auch in unseren Online-Shop bestellen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo auf dem Kanal. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Wir sehen uns. Servus.